Willkommen in Hobart, in Tasmanien, mit dem tasmanischen Teufel, der jetzt zurück ist. Tasmanien ist eine Insel südlich von Australien, die als etwas zurückgeblieben gilt, was verstimmt, uns aber so gefällt. So, wir sind jetzt in Tasmanien angekommen. Wir sind direkt zum Mount Field National Park gefahren. Hier ist alles voller Tiere, voller Raben und ganz viel tolles Wasser. Das ist unser Campervan. Ich mache gerade Frühstück. Und es gibt frische Brombeeren, die wir gerade frisch gepflückt haben. Und die Hippie-Decke ist auch dabei. Was Tasmanien zum Beispiel von Neuseeland unterscheidet, ist die Menge an Tieren, denen man begegnet. Und so wurden wir schon morgens von Kakadus geweckt. Einen Wecker braucht man nicht, denn morgens wird man von einer Kompanie von Schreihälsen begrüßt. Sobald man irgendwie frühstückt, kommen auch schon die ersten Gäste. Kleine Kängurus nennen sich hier Pandemillon und platzieren sich dann immer strategisch genau da, wo eigentlich die Nahrung abfällt und gehen auch nicht mehr weg. Hühner. Ich habe Hunger. Auf Huhn? Ja. Es ist 7 Uhr morgens. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist relativ frisch, aber trotzdem, es muss ja irgendwie Sauberkeit herrschen und deswegen gehe ich jetzt in diesem Fluss baden. Ich frage mich, wann Katja sich das letzte Mal gebadet hat. Sie ist nämlich gerade in diesen Fluss gestiegen und neben ihr ist ein toter Fisch aufgetaucht. Ich denke, er ist einfach in Ohnmacht gefallen, als er mich gesehen hat. Es ist jetzt früh morgens. Ich gehe jetzt in den Dschungel. Ich bin hier in der tiefsten Wildnis Tasmaniens und ich gehe jetzt Schnabeltiere suchen. Wollen wir weiter? Ach komm, lass mich noch ein bisschen liegen. Wir sind erst 10 Minuten gegangen. Ja, aber wir müssen noch bestimmt viel mehr gehen. Das hier ist mein Lieblingsbaum. Den habe ich schon ganz oft besucht. Der Baum hier ist 79 Meter hoch und ein Eukalyptusbaum. Und um genug Energie zu haben, um auch so schön nach oben zu wachsen, lassen sie ab und zu unvorbereitet ihre Äste fallen. Aber das macht er jetzt hoffentlich nicht. Und er hat ziemlich lange Äste. Das sind die Russell Falls und die werde ich jetzt runterspringen. Puh, das war ganz schön anstrengend hierher zu kommen und vor 2 Jahren hat hier ein Schnabeltier gewohnt und werde jetzt mal gucken, ob ich den nochmal finde. Nein, das sind noch keine Schnabeltiere, sondern unsere fällige Erfrischung unter dem Wasserfall, bevor wir uns auf die weitere Suche machten. War mal wieder sehr schön und erfrischend. Und wir hatten tatsächlich Glück und sind zwei von diesen seltenen und äußerst bizarren Tieren begegnet. Zwar haben sie einen Schnabel und legen Eier, sind aber Säugetiere. Und mit ihrem Fell und flachen Schwanz und der Lebensweise erinnern sie an Biber, ohne dessen Verwandte zu sein. Und sie sind äußerst scheu. Ich habe nur geblinzelt. Ja, eine kleine bepelzte Ente ist natürlich nicht genug für Maniac und alle anderen Zuschauer, die schon seit über 12 Folgen auf Wombat-Content warten. Daher nur für euch eine kleine, aber süße Vorschau auf eine der kommenden Folgen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.